Ich nehme mal an, dass alle von euch die Wikipedia kennen. Ich muss hier also keinen Einführungskursus geben, wie das geht. Das möchte ich nämlich eigentlich nicht. Das ist jetzt keine Eigenwerbung, aber wie einige sicher wissen, habe ich neulich als Wikipeditor ein Buch über die Wikipedia geschrieben, also ein Handbuch. Und ehrlich gesagt habe ich da genug erklärt und mir reicht es jetzt erstmal langsam mit den Einführungen. Deshalb gehe ich mal einfach ein bisschen mitten rein. Und ich habe den Vortrag genannt Hexenbesen und Heiliger Gral. Das sind zwei Artikel, mit denen ich mich in letzter Zeit oder auch vor längerer Zeit schon beschäftigt habe und da ein bisschen drin rumeditiert habe. Nicht, ehrlich gesagt, nicht besonders erfolgreich, weil ich immer keine Zeit habe. Und ich möchte an diesen Artikeln ein paar Dinge zeigen, die, wie ich drunter geschrieben habe, vorläufige und subjektive Gedanken zur inhaltlichen Qualität von Wikipedia-Artikeln sind. Einige von euch kennen sicherlich den Achim Raschka oder Necrophorus. Dem habe ich erzählt von meinem Vortrag und seine erste Reaktion war, um Gottes Willen, das wird doch das totale Wikipedia-Bashing. Du machst das ja alles fertig. Das werde ich nicht tun. Also ich finde die Wikipedia prima, aber ich sehe da doch einige Probleme, wie sicherlich sehr viele Wikipedia-Nutzer. Als Warnhinweis, vorsichtshalber den Neutralitätsbaustein. Also die Neutralität dieses Vortrages ist umstritten. Die Gründe stehen auf der Diskussionsseite, also wir können gerne nachher noch diskutieren, würde mich sehr freuen. Versuche den Artikel neutraler zu formulieren und entferne diesen Baustein erst, wenn er nicht mehr nötig ist. Werde ich gerne tun. Was ist das Problem? Also ich meine, dass eines neben sehr vielen verschiedenen Problemen, die es in der Wikipedia sicherlich gibt, es ist, dass der Leser Wahrheitsgehalt und Glaubwürdigkeit eines Artikels häufig nur schwer oder gar nicht einschätzen kann. Ist eigentlich auch klar, weil wer schaut in eine Enzyklopädie, wer schaut in ein Lexikon, wer schaut in ein Nachschlagewerk, einer, der was nicht weiß und der was wissen will und was erfahren will. Das heißt, vielleicht ist da jemand mit sehr wenig oder gar keinem Vorwissen und dann findet er da plötzlich einen Text und was bleibt ihm übrig? Eigentlich muss er es glauben, was da steht. Es sei denn, er hat zu Hause einen Brockhaus und schlägt dann da auch nochmal nach und vielleicht hat er noch einen alten Meyers, da kann er es dann auch nochmal vergleichen oder auch einen neuen Meyers. Aber das ist halt doch sehr schwer. Also mir geht es immer so, wenn ich so Artikel über Mathematik oder Chemie oder solche Dinge lese, hört sich alles sehr schön an, aber ehrlich gesagt, meistens nach dem ersten Absatz verstehe ich kein Wort mehr und kann auch überhaupt gar nicht beurteilen, ob das jetzt stimmt, was da drin steht. Das ist also, halte ich wirklich für ein Problem, zumal, wie ihr alle wisst, ja, die großen Enzyklopädien natürlich damit argumentieren, dass die Wikipedianer ja alle nur Laien sind und sie selber, die großen Verlage, würden sich ja schließlich eine Fachredaktion leisten und sie würden ja auch Leute dafür bezahlen, die wüssten, wovon sie sprechen und schreiben. Ich denke mal, dass viele Wikipedianer auch wissen, worüber sie sprechen und schreiben. Aber es gibt eben auch doch sehr viele, die das offensichtlich nicht wissen oder aus falsch verstandenem Gutmenschen-Dasein jetzt auch einen Artikel nochmal ergänzen wollen und dann mehr so Dinge vom Hören sagen oder was auch immer da reinschreiben. Das ist halt wirklich ein Problem, denn ich meine, wenn ich da einen Benutzer Henriette habe, wisst ihr nicht, ob ich tatsächlich von dem Ahnung habe, von dem ich da schreibe. Und auf meine Benutzerseite kann ich natürlich alles Mögliche draufschreiben, aber das muss ja alles gar nicht stimmen. Vielleicht bin ich ja sogar ein Mann oder so. Also es ist ja nun wirklich schwierig. Ich habe ein sehr lustiges Erlebnis gehabt. Ich habe nämlich, ich habe jetzt hier auch Artikel, in denen ich selber geschrieben habe. Also und Fehler, die da jetzt drin sind, das sind meine Fehler. Ich wollte jetzt extra keine Artikel großartig von anderen Leuten nehmen, weil das sonst so aussehen würde, als würde ich andere irgendwie schlecht machen wollen. Also das möchte ich nicht. Deshalb habe ich lieber Sachen genommen, in denen ich selber auch editiert habe. Na, seht ihr dann ja auch in der Versionsgeschichte, dass es von mir war. Das war sehr lustig. Ich habe nämlich neulich den Artikel Hexenbesen gefunden. Und ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit der wissenschaftlichen Hexenforschung. Und bilde mir ja eigentlich mal ein, dass ich so ein bisschen Ahnung habe und ich habe auch so ein 1,5 Meter Fachliteratur zu Hause. Vieles davon habe ich tatsächlich sogar gelesen, das steht nicht nur rum.
Und dieser Artikel stellte mich doch wirklich vor einige Rätselfragen, weshalb ich den auch immer noch nicht fertig geschrieben habe. Das hier ist die allererste Version dieses Artikels. Klingt ja erstmal ganz gut. Hexenbesen wurden meist aus Birken- oder Weidenästen hergestellt, der Stiel jedoch ist meistens aus Weide. Da dachte ich, na, ganz einfach, guckst du mal eben in so ein paar Hexen-Enzyklopädien, von denen gibt es einige. In denen wurde diese Sache aber nicht bestätigt. Da habe ich es nicht gefunden. Dann habe ich noch mal so ein bisschen weitergesucht so Büchern, wo es um Zauberpflanzen oder Pflanzen in der Mythologie und solche Dinge geht. Da habe ich das auch nicht gefunden. Also diese Aussage kann ich nicht bestätigen. Vielleicht habe ich auch nur nicht lange genug gesucht. Okay, aber das ist schon mal sehr merkwürdig. So, Hexen werden meistens mit einem Besen in Verbindung gebracht. Hätte ich jetzt mal so im ersten Moment gesagt, ja, stimmt, ich stelle mir das auch so vor. Ne? Wir haben alle so dieses Bild im Kopf, so die Hexe mit dem Spitzhut und dann den Besenstiel oder sie sitzt eben drauf und fliegt auf dem Besen und so weiter. Und da dachte ich, na, das ist doch mal was, dem kann man doch mal nachgehen. So, und dann ging es los. Das war dann wirklich spannend. Ich habe dann so erstmal so in meiner Fachliteratur zu Hause gesucht, so was nimmt man da zur Hand? Natürlich das Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Da findet man eigentlich alles. Dieses Werk ist so ein absolutes Standardwerk, also da schlägt man so nach als Germanist oder als wenn man sich für Mythologie oder für Volkskunde und diese ganzen Geschichten interessiert, dann schaut man danach. Da gab es einen riesenlangen Artikel dazu. Lustigerweise ist es aber eigentlich so, dass diese ganze Hexenvorstellung, die wir so im Kopf haben, das wisst ihr sicher auch, das kommt aus der frühen Neuzeit, also nicht aus dem Mittelalter übrigens. Ich sage das nur mal, weil das ist immer der Satz, der mich am meisten aufregt. Hexen gab es doch schon im Mittelalter. Das ist aber frühe Neuzeit, also da müssen wir über das 16. Jahrhundert nachdenken. Und es gibt natürlich Abbildungen, aber sind wirklich tatsächlich nur ausgesprochen wenige, in denen die Hexen auf einem Besen durch die Luft fliegen. In den Texten, in den zeitgenössischen Texten, heißt es auch eigentlich fast durchgängig, dass die Hexen auf Stöcken oder auf Heugabeln oder Ähnlichem fliegen, aber gar nicht auf Besen. Dann dachte ich, Moment mal, also gut, okay, also auf irgendeinem Stock fliegen die durch die Gegend. Na meine Güte, ob dann da hinten noch so ein paar Borsten hinten dran sind, ist letztendlich ja eigentlich auch egal. Also habe ich dann mal weitergesucht, so Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Von da ist man schwuppsdiwupps bei der deutschen Mythologie der Brüder Grimm. Da habe ich dann auch mal nachgeschaut. Die schwurbeln eigentlich auch mehr so ein bisschen ums Thema herum. Und sagen, ja, da gibt es so Vorstellungen und das ist auch ganz schön alt, aber so richtig wissen tun sie es auch nicht, woher das jetzt nur ganz genau kommt mit diesem Besen. Und dann habe ich noch mal ein bisschen anders in einer anderen Richtung weitergesucht und dann kommt man auf so Sachen wie, dass das zum Beispiel zusammenhängt mit so gewissen schamanistischen Ritualen, wo die Schamanen eben zum Beispiel, also die reiten zum Teil auf Tieren, wenn sie ihre Reisen, also ihre sozusagen, Fantasie will ich jetzt nicht sagen, also es handelt sich halt um so Trance-Zustände, in denen sie meinen eben zu fliegen oder sich in andere Gegenden, also in das Jenseits oder zu den Göttern oder was auch immer hin zu bewegen. Ich will das jetzt nicht zu sehr ausführen, also. Und diese Schamanen haben so einen Stab, den sie benutzen. Und da gibt es halt die Idee, dass eventuell diese Hexenreisen auf Stäben sich ableitet aus solchen schamanistischen Vorstellungen. Das finde ich ist eine interessante Idee, aber kann man auch nicht wirklich beweisen. Also es gibt jetzt nicht irgendein Buch von einer Hexe, wie ich mal mit einem Schamanen sprach und der mir sagte, dass man auf einem Stock fliegen kann oder so. Also sowas gibt es nicht. Wir sind also auf irgendwelche Querverbindungen angewiesen, wo man eben vermuten kann, da gehört vielleicht was zusammen. Gut, also mit dem Hexenbesen, ich bin da echt nicht weitergekommen, obwohl ich eigentlich so richtig ad fontes gegangen bin. Ich habe zum Schluss dann sogar noch Blockesberges Verrichtung von Johann Praetorius gelesen. Das ist aus dem 17. Jahrhundert, sehr vergnüglich zu lesen. Das ist so früh Neuhochdeutsch, das versteht man auch ganz gut. Auch der zum Beispiel schreibt, dass sie eben meist auf Stöcken oder Heugabeln etc. durch die Gegend fliegen. Von Besen ist da echt nicht die Rede. Man kann dann weitermachen, zum Beispiel über Abbildungen weitergehen. Es gibt dann auch später, also so im 18. Jahrhundert fängt das langsam an, da gibt es dann sehr viele Abbildungen, wo die Hexen tatsächlich auch auf Besen unterwegs sind.
Das geht ganz weit bis zu Nabokov, Der Meister und Margarita, der Roman. Die Margarita bekommt so eine Hexensalbe und sie kann dann auch fliegen. Und der Besen kommt ihr sogar dann entgegen und sagt ihr, Margarita, jetzt geht's los, wir wollen losfliegen. Also diese Vorstellung mit der Hexe und dem Besen, die ist vollkommen klar. Also irgendwie gehört das zusammen. Die Frage ist bloß, wo kommt das her? Und dieser Satz in seiner beeindruckenden Schlichtheit, Hexen werden meistens mit einem Besen in Verbindung gebracht, ist also korrekt. Nur ein bisschen mehr Hintergründe hätte man da schon. Also ich knusper jetzt auch seit ein paar Wochen an dem Problem rum, bin aber auch noch nicht so recht weitergekommen. Ich verspreche, dass im nächsten Jahr der Artikel bestimmt ganz super ausgebaut ist. Und dann werde ich da auch mal ein paar Erkenntnisse reinschreiben. Aber es ist also tatsächlich schwieriger als gedacht, sowas zu schreiben. Dann hier der dritte Satz. In der Magie wird der Hexenbesen auch zur Reinigung des Tempels vor einem Ritual verwendet. Ich vermute jetzt mal ganz stark, dass das so aus einer Vorstellung nennen wir sie mal die modernen Hexen, aus dieser Wicca-Vorstellung kommt. Ich habe einen Freund, der ist selber Wicca. Daher kann ich das bestätigen, dass da tatsächlich ein gewisser Wahrheitsgehalt drinsteckt in diesem Satz. Aber so einfach und wie das da steht, funktioniert das natürlich nicht. Also das muss dann eben schon weiter erklärt werden. Also im Grunde stellt mich dieser kleine winzige Artikel, also der ist dann jetzt auch wirklich nicht länger. Ich habe da auch nichts rausgeschnitten, wie gesagt, in dieser ersten Version. Mittlerweile stehen da ein paar Sätze drin, die ich da reingebastelt habe. Ich habe da was aus der zeitgenössischen Literatur reingebracht. Das ist alles andere als perfekt. Ich gebe es ja zu, ihr werdet bestimmt sofort klicken und nachgucken. Übrigens, ihr könnt den Artikel verbessern. Ne? Im Grunde genommen habe ich so ad hoc auch nichts Besseres zustande gebracht. Das muss ich einfach mal ganz einfach zugeben. Aber so wie er hier so war, dieser Artikel, ging das eben alles auch gar nicht. Und dann ist natürlich ganz besonders, sagen wir mal, schwierig, so eine Literaturangabe, Jan d'Albert, Die Hexenwerkstatt. Also ich habe es jetzt nicht nachgeschaut, was für ein Buch das sein mag, aber ehrlich gesagt, ich kann mir da alles Mögliche drunter vorstellen. Also von einer Anleitung für die kleine Hexe über einen Roman bis hin zu, weiß ich nicht, was auch immer. Ja? Also das kann alles Mögliche sein. Also das war jetzt mal so ein Erfahrungsbericht. Ne? Wenn man dann so denkt, man setzt sich mal eben schnell hin, schreibt mal schön gemütlich abends so ein kleines Wikipedia-Artikelchen, die Literatur ist ja da, und Pustekuchen, im Endeffekt hat man dann ein Problem am Halse, was sich über Wochen zieht. Ja? Ich habe gar nicht nachgeguckt, aber ich frage Matthias nachher nochmal, der sitzt oben bei den Wikipedianern, der hat den neuen Brockhaus auf DVD dabei. Da kann man gleich mal nachgucken. Ich würde mal vermuten, dass der Brockhaus den Hexenbesen nicht als eigenes Lemma hat. Und wenn als Lemma, dann nur, also es gibt den Hexenbesen auch noch als, das ist so ein Auswuchs an Pflanzen. Also es ist in der Wikipedia dann Hexenbesen in Klammern Biologie. Die werden wahrscheinlich eher dazu was haben. Wir können aber nachher mal nachgucken. Ich wollte nämlich auch noch mal nachschauen. Mich würde es auch mal interessieren. Aber ich will hier auch nicht immer so das Brockhaus-Bashing machen, weil das ist dann immer so, aber wir haben einen Artikel dazu und der Brockhaus nicht so. Das finde ich eigentlich auch immer ein bisschen blöd. Macht natürlich Spaß, ist klar. Gut. Ein anderes Problem ist, Wikipedia-Artikel sehen ja eigentlich, selbst wenn sie nur 5 Sätze haben, sehen sie immer schon wahnsinnig professionell aus. Weil das immer alles geschickt gestaltet ist. Und ich weiß nicht, wer mal von euch einen Artikel so hingeschlumpert hat, der wird feststellen, dass der nach 10 Minuten wenigstens optisch gut aussieht. Das Blöde ist natürlich, dass Optik, also eine schöne Optik, ne, suggeriert natürlich tatsächlich, dass sich da jemand echt viele Gedanken gemacht hat und dass das, was da drin steht, auch tatsächlich stimmt. Hinzu kommt dann immer noch die Bebilderung der Artikel. In diesem Fall ist das mal schön gelöst, also Heiliger Gral ist so ein Artikel, die Wikipedianer, die mich kennen, wissen, dass das so immer der Artikel ist, wo ich immer sofort ein bisschen Hass kriege, weil ich den eigentlich ganz, ganz schrecklich finde. Der muss komplett umgeschrieben werden, erzähle ich schon seit anderthalb Jahren, komme ich natürlich nicht zu. Und in diesem Fall ist das aber übrigens mit der Bebilderung mal richtig schön gelöst. Da steht also wunderbar korrekt drunter, Gral in der Mitte von Artus Tafelrunde, französische Handschrift des 14. Jahrhunderts. Manchmal sind so Beschriftungen unter den Bildern, da steht dann nur irgendwie der Heilige Gral.
oder irgendwas so. Jetzt möchte man natürlich schon wissen, aus welcher Zeit stammt denn zum Beispiel diese Abbildung oder wo ist das überhaupt abgebildet? Ist das eine Wandmalerei oder ist das aus einer Handschrift oder ist das irgendwas historisierend Anmutendes aus dem 19. Jahrhundert oder sowas in der Art? Also in diesem Fall, da muss ich sagen, muss ich den Artikel ausnahmsweise loben, das ist wirklich ganz gut gemacht. Wobei ich persönlich als Altgermanistin natürlich gern wüsste, was für eine französische Handschrift. Also die Signatur dürfte es dann schon sein und ich wüsste dann auch noch gerne, in welcher Bibliothek die aufbewahrt wird. Aber das muss natürlich eigentlich auch nicht alles sein. Aber schön wäre es schon. Ja, ein weiteres Problem, und das fand ich, also, das fand ich wirklich sehr witzig, fehlende oder irreführende Literaturangaben in Wikipedia-Artikeln sind auch immer so ein echter Schmerz. In diesem Fall hier war das ganz besonders krass. Ich habe das dann nämlich geprüft. Also das hier ist auch eine Erstversion dieses Artikels Kaffeekränzchen. Und da ist ja nun eigentlich, also das ist so der erste, das hier war der erste Edit. Es ist eigentlich beeindruckend, dass da jemand tatsächlich 5 Titel Literatur angibt. Klingt ja auch alles ganz gut. Ich habe dann mal nachgeschaut. Also Lia Döring, ach so, übrigens mal davon abgesehen, dass das hier natürlich falsch formatiert ist, wie ihr sicherlich sofort sehen werdet, als versierte Wikipedianer. Also erstmal muss es Lia Döring und nicht Döring, Lia heißen. Dann muss der Titel kursiv gesetzt sein und außerdem fehlt immer noch der Ort vor dem Jahr. Das wollte ich, glaube ich, ursprünglich dann in Ordnung bringen und dann dachte ich, ach, gucke ich doch mal, was sind denn das für Bücher? Vielleicht kann ich mir auch eins in der Bibliothek bestellen und nochmal nachgucken, weil schon der erste Halbsatz, Kaffeekränzchen gab es bereits seit dem 16. Jahrhundert, ist falsch. Das muss, also die gab es seit 1600 und das ist natürlich das 17. Jahrhundert. Gut, und dann habe ich mir diese Bücher angeguckt. Lia Döring, das Kaffeekränzchen in Wort und Bild, das habe ich dann in einem Antiquariat irgendwo gefunden im Internet, wurde beschrieben mit frühes Bilderbuch der Künstlerin Lia Döring, die später hauptsächlich für den Scholz Verlag arbeitete. Die hübschen Bilder zeigen Kinder bei häuslichen Arbeiten, in Klammern backen, Tischdecken, Kaffee kochen, Gäste begrüßen und bewirten. Würde ich jetzt mal so als Fachliteratur-Nachweis für eine Enzyklopädie für eher ungeeignet halten, muss ich sagen. Raphael Götz vom Kaffeekränzchen bis zur Sitzgymnastik habe ich im Netz überhaupt nicht gefunden. In der Staatsbibliothek in Berlin habe ich es vorsichtshalber auch mal gar nicht gesucht. Ich glaube, die haben das nicht. Aber ich schätze mal, das wird, wenn es Sozialkreise für Senioren in der Pfarrgemeinde pastoraltheologische Impulse für den Aufbau und die Begleitung eines ehrenamtlichen Mitarbeiterkreises heißt, wahrscheinlich auch eher wenig eine wissenschaftliche Beschäftigung mit einem sozialen Phänomen des 17. Jahrhunderts sein, sondern wahrscheinlich eher irgendeine Anleitung oder ein Ratgeber für Sozialarbeiter. Passt also auch eher wenig. Ulla Völsing, Kaffeekränzchen, fand ich auch gut. Da habe ich die Beschreibung gefunden, was begehrt die Dame mehr als Kuchen, Kaffee und handfesten Klatsch? Eine kleine Kulturgeschichte des Kaffeekränzchens und Wissenswertes über das anregende schwarze Getränk. Klingt ein bisschen verplappert und verplaudert, könnte aber, denke ich mal, könnte was sein. Ich habe es nicht gefunden in der Bibliothek, also ich habe auch nur in der Staatsbibliothek nachgeschaut, ob die es zufällig haben, weil irgendwann kriegt man ja auch so einen Jagdinstinkt, dann will man es ja auch wissen. Das habe ich also noch nicht geprüft. Das könnte vielleicht hilfreich sein. Ich hatte das dann damals auch stehen lassen, also die anderen Sachen habe ich weggenommen. So richtig cool war dann noch der Jaromir Vajvoda Kaffeekränzchen Walzer 2003. Das ist tatsächlich ein Walzer, das heißt, das ist ein Musikstück. Das hat mit Literatur überhaupt gar nichts zu tun. Und ich frage mich eigentlich auch, ob da wohl irgendwie die Herkunft des Wortes Kaffeekränzchen oder was auch immer beschrieben wird. Ich nehme an, das ist irgendein lustig beschwingtes Stücklein. So, und Nadine Ortmanns Kaffeekränzchen und Zuckerkonfekt klang ja auch schon ganz gut. Vor allen Dingen mit dem Nachsatz Ausstellung, Kaffee, Konsum, Kultur, Kommerz. Könnte man ja jetzt glauben, das ist ein Ausstellungskatalog, der dann als nochmal Obertitel sozusagen Kaffeekränzchen und Zuckerkonfekt hat. Tatsächlich handelt es sich, das war übrigens freundlicherweise auch verlinkt, das ging ins Netz, tatsächlich handelte es sich um einen Bericht über eine Ausstellung. Das heißt, das war so ein Zeitungsbericht, naja, da gibt es halt diese Ausstellung und die zeigen hübsche Sachen, lalala, brachte zum Thema aber überhaupt mal gar nichts.
das habe ich dann also alles, ich habe das dann rausgenommen, habe dafür dann andere Literatur reingesetzt, die ein bisschen passender ist. Den Artikel habe ich auch noch nicht überarbeitet, ich gebe es zu. Ja, aber das fand ich mal ein wirklich interessantes Beispiel, wie man so glauben kann, Mann, da sind ja jetzt echt voll die coolen Literaturangaben drin und jetzt haben die Leute nichts mehr zu meckern, aber im Grunde war alles, also bis auf vielleicht dieses Olaf Hölsing-Buch, alles andere ist unbrauchbar. Also es sind schlicht keine passenden Angaben. Ein Problem, was ich immer sehe, da streite ich mich aber auch andauernd, ist die Möglichkeit, eine Quellenangabe zu machen innerhalb eines Artikels. Da habe ich jetzt einen Artikel rausgesucht, mit dem ich mich auch schon ganz lange rumärgere, nämlich der Artikel Baphomet. Ja, ihr lacht. Ja, ich quäl die immer, die Wikipedianer, weil ich immer darüber jammere, wie schrecklich das alles ist. Also der Baphomet und der erste Satz stimmt, das ist eine von den Tempelrittern angeblich verehrte Götzenfigur. Sowas wie angeblich verehrte Götzenfigur, wie ihr euch vorstellen könnt, zieht einen Haufen verschwurbelter Literatur nach sich. Es gibt also unendlich viel ganz schlechte Literatur, wo die wüstesten Dinge behauptet und geschrieben werden. Alle Autoren schreiben dann natürlich auch wieder voneinander ab. Das habe ich tatsächlich mal geprüft, weil ich habe mir dann irgendwie die seriösen und die unseriösen Bücher angeschafft und man kann es ganz schön sehen, wie da der eine vom anderen abschreibt. Das ist völlig unglaublich. Dieses Stückchen dann hier, aus dem, also das Stück habe, ich glaube, das ist sogar noch ziemlich originär von mir hier, das bisschen Satz. Das ist bis jetzt auf, ich habe das extra verlinkt gelassen, diesen L'Archant, also ist zum Beispiel nach der Aussage L'Archant, das ist ein roter Link, falls jemand von euch weiß, wer das ist, also kann man gleich mal einen Artikel schreiben, das ist einfach ein roter Link. Insgesamt ist aber das Problem bei diesem ganzen Stückchen Absatz, dass man nicht reinschreiben kann, woher stammt denn diese Information? Also welcher Autor behauptet denn hier was? Weil so ein letzter Satz, manche erklärten es zu einer schwarzen Statue, andere als einen Kopf mit zwei oder drei Gesichtern oder auch als vierfüßige Gestalt. Das ist richtig. Also ich habe das in der Fachliteratur auch alles geprüft. Nur da möchte man ja eigentlich ganz gerne dahinter schreiben, welcher Autor sagt denn das, welcher Autor schreibt denn das. Vielleicht am liebsten noch, also da bin ich wissenschaftlich immer ein bisschen pisselig, ich hätte es dann gern noch, dass da auch dann noch die Seitenangabe am besten dahinter steht. Aber die Möglichkeit haben wir nicht in der Wikipedia. Wir haben mal, ich weiß, dass ich mal mit Kurt Jansson darüber diskutiert habe und er meinte, ja, demnächst wird mal eine Möglichkeit geschaffen, dass man echte Quellenangaben machen kann, also so quasi Fußnoten. Und ich persönlich finde das total toll. Das Problem ist nur, dass dann wahrscheinlich alles Mögliche in Fußnoten verlagert wird. Das heißt, dann wird so ein Wikipedia-Artikel genauso unübersichtlich wie irgendein XY-wissenschaftlicher Artikel, wo man x Fußnoten hat und beim Fußnotenlesen wieder vergessen hat, wo man eigentlich im Haupttext war. Das hilft dann also auch nichts. Aber es gibt ein paar Leute, die haben so einen Workaround gefunden, die setzen dann in Klammern eine Literaturangabe, die direkt ins Literaturverzeichnis zum Beispiel linkt. So dass ich also wenigstens sehen kann, okay, aus dem Buch hat er das. Blöd ist dabei natürlich, dass da jeder in der Wikipedia was ändern kann. Vielleicht eine Literaturangabe durch Zufall noch stehen bleibt, aber die Aussage ist dann gar nicht mehr aus dem Buch. Das ist natürlich auch doof. Also man müsste schon eine Möglichkeit haben, dass so Dinge verkoppelt werden können. Das heißt, dass sowas auch nicht mehr geändert werden kann. Ich meine, gut, andererseits, man könnte sich ja auch mal ein bisschen als Vandale gebärden und dann einfach mal ein anderes Buch da drin verlinken oder so. Das ist natürlich echt ein Problem. Und ich meine, wer von uns liest die Versionshistorie, bevor er so einen Artikel liest? Niemand. Das ist ja klar. So, also wie gesagt, also diese Sache mit den Literaturangaben, das ist sowas, was mir persönlich sehr schwer im Magen liegt. Viele halten das für nicht so nötig. Ich denke, man sollte sich da mal langsam Gedanken machen. Ich habe das jetzt hier mal provokant genannt, der Zwang zum NPOV. Ihr kennt alle diese Kämpfe, die wir um den NPOV führen. Da ich auch noch nicht nur in solchen kruden Sachen wie Hexenbesen oder Baphomet editiere, sondern mich auch um die UFO-Forschung in der Wikipedia ziemlich verdient gemacht habe, streite ich mich natürlich auch permanent mit irgendwelchen Leuten. Und da kommen dann wirklich so Aussagen wie, der Artikel ist nur neutral, wenn alle Theorien, auch die umstrittenen, erwähnt werden. Jeder, der sich mal mit so einem, sagen wir mal, pseudowissenschaftlichen Thema beschäftigt hat, weiß, dass also die umstrittenen Theorien
meist nur sehr geschmeichelt mit umstritten beschrieben sind und dass es vor allen Dingen unendlich viele von denen gibt. Und ich meine, einerseits finde ich ja schon, dass man ruhig sagen kann, okay, es gibt die und die falsche Theorie, aber das ist falsch. Und dann erklärt, warum das falsch ist. Bloß, wenn ich mir dann vorstelle, wie lang zum Beispiel so ein Artikel über den UFO-Absturz in Roswell werden würde, den liest einfach keiner mehr. So, das geht also gar nicht. Und ich weiß nicht, ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses zwanghafte NPOV, das muss jetzt alles neutral sein und man darf einfach nicht sagen, dass, was weiß ich, irgendwie bestimmte Theorien einfach mal totaler Quatsch sind. Also dieses, das muss jetzt unbedingt neutral werden, ist so einfach nicht einzuhalten. Und alle, die sich mit unseren beliebten, super umstrittenen, super umstrittenen Artikeln beschäftigt haben, wissen, dass NPOV in manchen Fällen überhaupt gar nicht erreichbar ist. Also es geht einfach nicht, weil die Leute sich total verzanken und verkrachen. Ja? Ach so, Entschuldigung, ja, sorry, typisch Wikipedianer, ja. Das ist der neutral point of view, der neutrale Standpunkt, den man einnehmen sollte, wenn man etwas schreibt. Ich meine, man schreibt natürlich in einen Artikel nicht rein, das ist totaler Schrott und das können Sie mal vergessen. Aber, oder genauso, das ist überhaupt die Heilmethode und die hilft gegen alles und da kommt überhaupt gar nichts drüber. Das schreibt man natürlich nicht, sondern man sollte es schon neutral formulieren. Aber wie gesagt, ich habe halt schon mehrfach diesen Satz gesehen, naja, wenn ihr die ganzen Theorien zitiert, die gegen etwas sprechen, dann müsst ihr aber auch alles zitieren, was angeblich dafür spricht. Halte ich für schwierig. Ja? Dazu eine Anmerkung, da gibt es natürlich auch Grenzfälle. Jetzt beispielsweise ja. Der Begriff Parapsychologie. Kennst du meine Position dazu? Und ja. Ja. Dem ich widersprochen habe. Und genau das ist in Wikipedia ja. Passiert, wo jemand, ich will den Namen jetzt nicht nennen, aber wir kennen ihn beide, eine Position vertreten hat, die man so vertreten kann, die als Sichtweise war des Themas, ja. Der ich dann widersprochen habe. Das wurde dann letztlich zum Ping-Pong-Spiel. Ja, natürlich, du hast dann. Ja, klar, da hast du dann natürlich ratzfatz einen Edit War. Weil du der Meinung bist, okay, das sollte so schon drinstehen. Der meint, nö, das soll aber nicht drinstehen. So, und dann haben wir genau nämlich dieses wunderbare Hin und Her. Der eine schreibt es rein, der andere revertiert es. Ja, das ist also, es gibt einen Haufen Artikel. Also ich will jetzt nicht diesen grausamen Artikel sexueller Missbrauch von Kindern erwähnen. Also ich glaube, mit dem da haben wir alle irgendwie schon Berührung gehabt. Und dieser Artikel war wahnsinnig lang und ich glaube, jetzt mittlerweile ist er auf sowas wie einen halben Absatz oder so eine halbe Seite zusammengedampft worden, weil einfach sich so viele Leute gestritten haben, die konnten sich alle nicht einig werden. Also es war ganz offensichtlich vollkommen unmöglich, diesen Artikel irgendwie neutral zu formulieren. Das war halt wirklich ein Problem, ja. Ja, ich kann mir irgendwie gar nicht vorstellen, dass man überhaupt einen, ja ich sag mal, nahezu 100% neutralen Artikel verfassen kann. Ich meine, selbst im Brockhaus hat jemand irgendwann mal gesagt, okay, der ist für uns jetzt neutral, aber ich meine, wer will das festlegen, dass er neutral ist? Richtig. Und ich glaube fast, dass man wohl mit so vielen Autoren bei der Wikipedia also sich sehr gut den 100% Neutralität annähern kann, was man vielleicht bei Brockhaus oder bei Verlagen nicht machen kann, weil halt nur wenige Leute dort das editieren. Also von daher ist es vielleicht der beste Weg, aber 100% Neutralität ist, glaube ich. Ich meine, man sieht es zum Beispiel, also ich pflege immer zu sagen, ich halte mich aus weltanschaulichen Themen raus. Das heißt, ich bin natürlich auch so feige und habe mit diesen ganzen Artikeln, die so. Also ich meine schon das ganze Thema Nationalsozialismus, diese Artikel, die sind hoch umstritten. Dann auch vieles so, weiß ich, Kurdenfrage, Türkei, diese ganzen Sachen. Ich gucke mir das immer schon vorsichtshalber gar nicht erst an. Da gibt es also richtig schlimme, schlimme Kämpfe und Kriege. Und auch da, also da habe ich, genauso wie du sagst, ich habe auch den Eindruck, also irgendwie richtig neutral kriegt man es nicht hin, weil irgendwem tritt man immer auf die Füße. Also das ist, ich meine, sicherlich, das ist eines der Grundprinzipien der Wikipedia. Ein Artikel soll neutral formuliert sein. Aber ich frage mich halt wirklich, ob man das 100% einhalten kann. Also klar, wenn ich über sowas wie, ich meine, selbst, war es nicht der Artikel Milch, wo es ein Edit War gab? Also ich meine, selbst über sowas kann man sich noch in die Haare kriegen. Oder Currywurst, ja, Currywurst, der Edit War in Currywurst war auch großartig. Also ich meine, selbst über so banales Zeug kann man sich noch streiten. Und wenn man nicht mal da irgendwie einen neutralen Standpunkt hinkriegt, dann ist es wirklich ein echtes Problem.
Ja, also wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur provokant gemeint mit dem Zwang zum NPOV. Ich halte das für eine sehr gute Idee, aber ich frage mich halt wirklich, wie weit man es durchhalten kann. Ein weiteres Problem, hier habe ich nochmal was rausgesucht aus dem Artikel Baphomet. Das ist auch sowas. Umstrittene Theorien müssen da drinstehen. Diese Geschichte mit dieser jüdischen Atbasch-Umkehrung, oder ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ich kann kein Hebräisch. Wo ist denn Matthias? Ach nee, der ist nicht da. Da steht dann eben, diese Entdeckung machte der Herr Schoenfield ein Beleg, dass die Templer sich mit dieser Umkehrung beschäftigten, existiert bisher allerdings nicht. Also da frage ich mich eigentlich, na, wieso steht es denn dann eigentlich drin? Ich meine, wenn es sowieso nicht bewiesen ist, können wir es auch rauslassen. Also über diesen Absatz habe ich mich auch, ich glaube, 2 Wochen lang auf der Diskussionsseite dann mit ein paar Leuten auseinandergesetzt, die also partout meinten, das müsse jetzt rein. Und ich habe gesagt, na, solange du nicht nachweisen kannst, dass die Templer sich mit solchen hebräischen Schriften oder so beschäftigt haben. Also das kann man auch nicht nachweisen, weil es gibt es gibt nichts Überliefertes in der Richtung. Dann brauchst du auch nicht drinstehen. Ich meine, wir müssen nicht jeden Schwurbel da reinschreiben. Aber das ist so ein ganz typisches Beispiel, wo jemand sagt, ja, wenn das drin steht, dann muss aber das auch drin sein. Ich verlinke also auch hier natürlich in meinem Vortrag. Verlinkung in den Artikeln kann Selbstreferenzialität erzeugen, völlig klar. Ne? Also man linkt von A auf B auf C und dann kommen wir wieder zurück. Also der Artikel Heiliger Gral zum Beispiel verlinkt zum Baphomet. Da gibt es dann diesen Absatz, die Templer als legendäre Gralshüter. Furchtbar. Die Templer sollen fantasievoller Erfindung zufolge eine Zeit lang im Besitz und Hüter des Heiligen Grals gewesen sein. Fantasievolle Erfindung, ich würde das streichen schon mal gleich. Ne? Also wenn es eh eine Erfindung ist, brauchen wir es nicht reinschreiben. Aus einer Anklageschrift des 12. August 1308 wird ersichtlich, dass man sie bezichtigte, Baphomet, ne? Und es linkt dann auf Baphomet, steinerne Köpfe, jetzt auch noch im Plural, als Heiligtümer zu verehren, denen sie die gleichen Eigenschaften und Wunderkräfte wie dem Heiligen Gral zugeschrieben haben sollen. Also steinerne Köpfe ist sowieso schon mal beim Baphomet komplett umstritten. Es gibt Verhörprotokolle der Templer, zeitgenössische, und da erzählen die alles Mögliche. Also das geht wirklich von, das ist ein Kopf, das ist eine Büste, das ist aus Holz, das hat ein Gesicht, zwei Gesicht, vier Gesichter und dann geht es, glaube ich, noch bis 7 Füße, also alles. Ja? Also es ist total bunt durcheinander. Und hier wird jetzt also gesagt, das seien steinerne Köpfe. Also von Stein, soweit ich weiß, ist da eigentlich nie die Rede. Also das stimmt auch schon mal alles nicht. Ne? Und der Gral sei bei der Einnahme der Festung der Katharer Montségur im Jahr 1244 in den Besitz der Templer gelangt. Na, also das geht zurück auf ein Buch, auf das sich jetzt auch Dan Brown mit seinem Buch Sakrileg nicht bezieht. Er hat es da im Grunde alles total abgeschrieben. Also der hat die gesamte Theorie übernommen. Und diese Geschichte mit der Katharer-Festung und so weiter, da gibt es sogar einen Roman, wo das also von Peter Belting, der das also ganz hübsch bunt ausmalt, ist aber insgesamt nichts dran. Also diesen gesamten Absatz hier kann man eigentlich wirklich komplett streichen. Das ist, es ist eine fantasievolle Erfindung, ja nett, aber ich frage mich, was hat das in der Enzyklopädie verloren? Also gehört da eigentlich nicht rein. Dieser Artikel Baphomet selber, klar, verlinkt natürlich zum Templerorden, weil dem Templerorden, also diesem Ritterorden des Mittelalters, dem wird eben nachgesagt, die hätten so ein komisches Götzenbild, also irgend so ein Ding, was angeblich Baphomet hieß, hätten sie verehrt. Und da haben wir dann schon schön irgendwie Verschwörungstheorien, kommt dann da auch noch. Im Zusammenhang mit den Templern entstanden auch zahlreiche Legenden und Verschwörungstheorien um das Wirken, die Geheimnisse und die Schätze des Ordens. Ich habe neulich mal ein neueres Buch über den Templerorden gelesen und da merkte der Autor also extrem säuerlich an, diese ganzen angeblichen Schätze, die da von den Templern vergraben seien, die seien ja überall schon gesucht worden und nirgendwo hätten sie gefunden oder seien sie gefunden worden. Aber er hätte da mal einen Tipp, also ich glaube, auf Zypern gäbe es da noch irgendwo so ein paar Gewölbe, da könnte man vielleicht noch fündig werden, da hätte noch keiner gegraben. Und diese angeblichen Schätze, also man denkt bei Schatz immer an Geld, dieser Autor vermutet, dass es sich dabei eigentlich nur um das Archiv des Ordens handelt, also um Schriften und also etwas, was
mit Geld, Gold und sorgenfreiem Leben eigentlich gar nichts zu tun hat. So, und jetzt haben wir also auch hier wunderbar, ne, gleich den nächsten Satz. Tatsächlich gibt es keine Belege für diese Behauptungen. Schön, da haben wir den NPOV gleich wieder hergestellt, also schön neutral. Aber eigentlich, wieso steht es dann da? Ich meine, wenn es eh Blödsinn ist, dann können wir es auch rauslassen. Und jetzt sehen wir also, darunter werden dann noch ein paar weitere haarsträubende Theorien aufgeführt, die habe ich euch lieber mal erspart. Also den Heiligen Gral sollen die Templer also auch gehabt haben und sie haben natürlich die Bundeslade gefunden. Also was man jetzt über die Bundeslade wiederum noch alles schwadronieren kann, das erspare ich euch auch lieber, weil sonst könnte ich hier echt 3 Stunden reden. Das lassen wir mal lieber. Also hier dreht sich also Wikipedia wirklich ziemlich im Kreis, ne? Also so von einem zum nächsten zum übernächsten. Hm? Also ich verstehe die Argumentation ehrlich gesagt nicht. Warum? Weil selbst hinter, Sie sagen, das hat keine Relevanz, was dort drin steht. Dass er das gleich mit dem nächsten Satz wieder widerlegt. Ja. Aber auch das ist informativ. Danke. Was ist daran informativ? Na, ich meine, wenn da steht, es gibt so Legenden, aber das stimmt nicht. Ja, eine Legende beruht nie auf einem wissenschaftlichen Fundament. Aber das ist doch gerade informativ. Ja gut, aber ich meine, gut, vielleicht ist das auch ein bisschen eine Frage, was man von einer Enzyklopädie erwartet. Also ich erwarte bestätigte, wissenschaftlich nachgeprüfte Informationen. Ja, klar, wenn du sagst, okay, die Information, dass es sich dabei nur um Blödsinn handelt, ist für mich auch eine Information, gebe ich dir sofort recht, ja. Aber eben... Ja. Ich bin ganz derselben Meinung, wenn ich jetzt ich meine, die Wikipedia ist ja für Hinz und Kunz, sag ich mal. Ja. Und jetzt guckt jemand das nach und hat vielleicht schon irgendwelche Sachen, die er eben so vom Hörensagen im Hinterkopf hat. Eben gerade das zum Beispiel. Hm. Und jetzt steht dann drin, das ist Hörensagen, aha, das wusste ich ja auch, aber es lässt sich nicht nachweisen. Dann ist das für mich eine wichtige Information. Ja. Weil ich dann weiß, okay, was ich so gehört habe, haben andere auch so gehört. Das heißt, es ist wohl so eine Legende, die rumgeht, aber sie lässt sich nicht beweisen. Ich finde das schon eine wichtige Information. Wenn das jetzt ein wissenschaftlicher Artikel zu dem Thema wäre, wo alle sich klar sind, das ist bla, dann gehört es nicht rein. Das sehe ich auch so. Aber für ein allgemeines Publikum finde ich auch die Information, das ist allgemein so bei den Leuten im Hinterkopf, aber eigentlich wissenschaftlich Quatsch, schon wichtig. Ja, also wie gesagt, ich gebe dir grundsätzlich recht. Du siehst allerdings, also wie gesagt, ich habe es jetzt nicht so lang gemacht, aber in diesem Artikel zum Beispiel siehst du, da gibt es einen Haufen, ja, da gibt es ungefähr so eine lange Latte von irgendwelchen Verschwörungstheorien, Legenden etc. So, und wenn du die jetzt alle reinschreibst, dann kommen nochmal 23, die auch alle sagen, na, wenn das drinsteht, dann muss das aber auch drinstehen. Und wo willst du dann einen Punkt machen? Das ist halt schwierig. Also da sehe ich immer so ein Problem. Ne? Ja? Ja, gut, aber ich stelle mir gerade so ein bisschen die Frage von der anderen Seite her, beziehungsweise, oder ich komme von der Argumentation vielleicht her, solche Artikel über den Heiligen Gral oder die Templer oder dergleichen Themen, denke ich mal, die sind das, oder würde ich mal vermuten, ist der Zweck davon, dass die da sind, doch, dass sie das, was an Überlieferungen, Mythen und Legenden irgendwo rumschwimmelt und von Leuten irgendwo abgeschrieben oder zu Romanen verarbeitet wird, versuchen einigermaßen zu systematisieren, zu sagen, die Geschichte gibt es schon irgendwie seit 400 Jahren und das hat sich irgendjemand erst irgendwie vor 20 Jahren ausgedacht. Das ist ja eine andere Wertigkeit. Und ich meine, wenn ich beim Heiligen Gral den Artikel auf das reduziere, was an materiellen Fakten wissenschaftlich da ist, ja, soweit ich weiß, den hat noch keiner wirklich ausgegraben, also steht in keinem Museum, muss den Artikel streichen. Also insofern kann der eigentlich nur existieren, um Überlieferungen wiederzugeben. Das ist richtig. Also ich meine, die Überlieferungsgeschichte ist in dem Artikel auch relativ ausführlich und auch in vielen Teilen recht gut beschrieben. Da hat eine Altgermanistin einiges auch geschrieben. Also nicht ich, sondern eine andere.
da sind einige richtige Sachen drin. Aber also mir geht es jetzt wirklich so um diese ganzen ziemlich absurden Theorien. Also das geht wirklich dann auch so weit, dass die Templer natürlich Amerika entdeckt haben und derlei mehr. Und da frage ich mich halt wirklich, ich meine, das ist einfach mal nicht belegbar. Und nur weil da 17 Bücher drüber geschrieben sind, wird es davon auch nicht wahrer. So, und muss das wirklich in einer Enzyklopädie stehen? Oder vielleicht ist Wikipedia ja eigentlich auch mehr so eine Spaß-Enzyklopädie. Ich meine, also ich selbst habe mich für den Erhalt des Artikels Allwissende Müllhalde eingesetzt. Von daher ziehe ich mir den Schuh durchaus an, dass da manchmal auch Sachen drinstehen, die nicht unbedingt drinstehen müssen. Aber die Frage, also ich stelle mir wirklich die Frage, müssen wir da jede absurde These, jede absurde Theorie wirklich reinschreiben? Also, ich weiß es nicht. Ich bin da ein ziemlicher Hardliner. Aber ist für mich halt wirklich eine Frage. Ja? Ich will mal ein Beispiel bringen, wo das vielleicht notwendig ist. Ein Extrembeispiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das drin ist als Artikel. Habe ich noch nicht nachgeschaut. Monster von Loch Ness, Nessie. Da hat ja, logisch. Ulrich, klar, natürlich ist das drin. Hat ja Ulrich Margin ganz klar nachgewiesen, ist eine moderne Legende. Gab es früher nie was. Also die ganzen Behauptungen gibt es seit Hunderten von Jahren. Ja. Irgendwelche Sichtungen und so hat er ja alles widerlegt. Richtig. Das sind für mich wichtige, grundlegende Informationen, auch wie diese Legende entstanden ist. Und richtig. Ich finde, wenn man darüber einen Artikel reinsetzen will, da gibt es dann halt nur diese Informationen, die zuverlässig sind. Ja. Dass man erstmal die Legenden nennt und dann, was er herausgefunden hat, einfach aufzeigt, das ist Blödsinn, das hat ein Journalist in den 20er Jahren irgendwie aufgebauscht, ne? Ja, und genau. Hat sich verselbstständigt. Ja, ja. Also ich bin auch, es gibt ja auch immer mal wieder, also wenn so, ich meine bei den UFO-Artikeln und so war das immer, da gibt es immer wieder Leute, die sagen, das ist doch sowieso Quatsch, wieso sollen das da in der Wikipedia stehen, ist ja eh komplett Blödsinn. Und ich bin der Meinung, es sollte durchaus drinstehen, also man kann ja auch freundlich erklären, dass es Blödsinn ist. Auf jeden Fall sollte jemand, der sich informieren möchte, die Möglichkeit haben, in der Wikipedia, und da halte ich die Wikipedia, das halte ich für eine der allergrößten Stärken der Wikipedia, dass dort so viele Leute mitarbeiten, dass tatsächlich dann am Ende ein Text rauskommt, der versucht, das Problem von mehreren Seiten zu beleuchten. So dass ich also, wenn ich auf so ein ganz umstrittenes Thema stoße, würde ich persönlich auch eher immer in der Wikipedia suchen, als jetzt meinetwegen im Brockhaus. Ich frage mich auch, ob der Brockhaus überhaupt den UFO-Absturz von Roswell hat. Wahrscheinlich nicht. Oder wenn, dann nur im Nebensatz oder so. Der Brockhaus hat übrigens auch keinen eigenen Artikel zum Baphomet. Der wird da nur einmal im Artikel Templerorden kurz erwähnt. Also die haben ihn auch nicht. Aber gerade bei so ganz umstrittenen Sachen halte ich das schon für richtig klar, natürlich einen Artikel darüber zu schreiben. Und je mehr Leute darüber gehen, umso besser kann der werden, dieser Artikel. Insofern bin ich auch nicht dagegen, dass jetzt umstrittene Dinge da reinkommen. Ich frage mich immer nur, wie weit man sie ausbreiten muss unbedingt. Habt ihr nicht? Nee, ich habe das eigentlich bloß verzweifelt. Sie haben vorhin eigentlich genau das Argument gesagt, warum genau das dort rein muss. Weil Sie haben vorhin gesagt, wenn das in 17 Büchern schon drinsteht und falsch ist, dann wird es dadurch nicht wahrer. Aber genau dadurch wird es wahrer, weil es dort nämlich genau dort erwähnt wird und dann gesagt wird, Jungs, das ist Quatsch. Ja, das ist richtig. Das Problem ist nur, dass das übrigens im Artikel selbst tatsächlich auch nur so aufgeführt ist. Also da steht dann nur, den Templern schrieb man zu, die Bewahrung des Heiligen Grals. So, dann klicke ich auf Heiliger Gral, dann finde ich da wieder irgendwas. Eigentlich, klar, wenn ich hier jetzt noch 8 Sätze drunter schreibe und genau erkläre, warum, wieso die Autoren der Meinung sind, das und so weiter, dann ist das super. Aber nur als so ein Halbsatz bringt es niemandem was. Also wer keine Ahnung oder wenig Ahnung vom Thema hat, hat danach eigentlich auch nicht mehr Ahnung. Und wenn er dann noch dazu auf den Artikel Heiliger Gral klickt und findet dann da wieder diese Information, glaubt er, das ist tatsächlich alles so. Also das ist problematisch. Ich finde, diese problematischen Dinge, müsste man dann auch den Raum haben, das tatsächlich ausführlich zu erklären. Aber da eben sage ich, wie lang sollen die Artikel um Gottes Willen werden? Ich meine, wer liest denn das dann noch? Weil eigentlich möchte ich kurz und knackig informiert werden. Ja? Ja, also ganz kurz noch dazu. Also ich denke, irgendwann muss da halt jemand dann eine Entscheidung treffen, inwiefern, wie lang die Teile werden sollen. Wenn wir es mal ganz extrem nehmen, was kann man heutzutage schon beweisen? Ich meine, selbst in der Biologie, in der Psychologie, was ist beweisbar? Ja? Ich meine, vielleicht kann jemand sagen, okay, ich kann jetzt den Satz des Pythagoras in der Mathematik beweisen, aber
Also letzten Endes müssen wir alle irgendwann dann Entscheidungen treffen und dann muss halt jemand dort bei Wikipedia sagen, ich spreche jetzt das Wort und wir machen jetzt den Artikel ein bisschen kürzer. Ja. Naja, also ich meine, also so als wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt, also meinetwegen hier solchen Themen aus dem Mittelalter, ich meine, ich kann dann immer nur sagen, okay, wenn denen zugeschrieben wird, dass sie die Bundeslade aufgefunden haben, gib mir ein Pergament aus der Zeit, wo drin steht, juhu, wir haben die Bundeslade gefunden. Super, dann halte ich auch den Mund. Nur das gibt es halt, oder zumindest bisher gibt es das noch nicht. Ne? Also du kannst natürlich kann man riesen Zusammenhänge konstruieren, Beweisketten, das geht alles, aber letztendlich sind es dann eben auch nur so, du hoppst eben so von einem zum anderen und mit vielen Vielleichts und da könnte und wenn dann wäre und wenn wir jetzt das Pergament noch finden würden, dann. Aber das ist eben nicht da und darum halte ich das dann eben nicht für wissenschaftlich bewiesen. Also ich halte mich da wirklich lieber an das, was ich tatsächlich, nicht unbedingt sehen und anfassen, aber wirklich vernünftig beweisen kann. Ne? Okay, die Problematik, die ich halt sehe, also zum einen würde ich sagen, so kritische Sachen oder die Sachen, die nicht bewiesen sind oder die irgendwie noch auf dem Prüfstein stehen oder so, die müssen rein, finde ich, aber also das Problem, was ich hier sehe, ist eigentlich, dass es nicht wirklich kritisch reingeschrieben wird. Ja, genau. Also das ist, glaube ich, die Problematik, die ich aus dir raushöre. Aber also das, wenn halt was nicht bewiesen ist, dann muss auch gesagt werden, ja, es gibt viele Legenden, darunter sind das, das, das. Mhm. Und deswegen ist das auch problematisch zu sehen. Aber da drinnen wird es irgendwie ein bisschen suggeriert, als könnte da was dran sein. Genau. Nur ist halt noch nicht bewiesen. Ja. Gibt halt keine Belege dafür, aber könnte ja trotzdem sein. Also das sehe ich halt als... Ich glaube, dieser Absatz war auch mal wesentlich länger und ich glaube, das war sogar Ulrich Fuchs, der den dann mal radikal zusammengestrichen hat und der hat dann da halt nur diese Aufzählung draus gemacht. Mhm. Kann man sich auch fragen, ob das dann wirklich besser ist, ne? Also wenn es nur so aufgezählt ist und nicht mehr weiter ausgeführt. Mhm. Aber also es kann schon sein, dass, so wie du dich vorhin ausgedrückt hast, das hört sich schon anders an als das, was du jetzt sagst. Also es kann auch sein, dass du dich vielleicht vorhin etwas anders falsch oder so falsch verstehst. Och nein, ich polarisiere gern. Ja, na klar, aber ich meine nur so. Das ist ja, nein, also ich, wie gesagt, ich schwank da selber. Also ich würde nicht sagen, das ist alles Schrott und ich sage auch nicht, es ist alles super klasse. Ich finde das aber auch ganz interessant, wenn man darüber mal diskutiert und einfach mal so hört, wie sehen das andere Leute. Ne? Ah, okay, ich habe nur noch 5 Minuten und ich könnte noch 2 Stunden reden, stelle ich gerade fest. Habt ihr noch eine Frage? Weil dann würde ich das jetzt abschließen, weil wenn ich jetzt noch mal weitermache, dann dauert es länger. Ist da hinten noch? Nein, bitte. Bitte? Ich bin noch auf eine Party eingeladen. Wer ist denn vielleicht... Ja, wir können hoch zum Wikipedia-Stand gehen, klar. Platz haben wir da, ein Sofa auch, einen schicken großen Tisch, wo man sich drum rumsetzen kann. Also meinetwegen können wir das gerne jetzt verlagern. Also wer da Lust hat, gerne, sehr gerne. Können wir machen. Also wollen wir das machen einfach? Okay, klasse. Dann danke ich euch, dass ihr gekommen seid. Da hinten ist noch jemand. Ja, klar. Ja, ich wollte fragen, ob es vielleicht gelöst werden kann durch eine andere Formatierung oder so, dass man so eine Sektion hat, die bewiesen ist und der Rest ist unbewiesen, weil grundsätzlich weiß ich nicht, wer der Richter sein sollte, um so einen Artikel zu kürzen. Also selbst so eine Legenden haben ja irgendeine Berechtigung und von daher könnte man ja vielleicht durch Formatierung oder ähnliche Sachen die bewiesenen Sachen von den unbewiesenen trennen, um das deutlich zu machen. Und dann weiß man auch, wie viel man lesen muss, um die konkrete Information zu bekommen. Ich meine, man kann so einen Artikel auch einfach teilen in, wenn du wissenschaftlich interessiert bist, liest diesen Teil und wenn du noch ein Fan von Verschwörungstheorien bist, dann kannst du hier da unten weiterlesen. Das könnte man natürlich auch machen, klar. Aber ich weiß auch nicht, ob das dann so Enzyklopädie-like wäre. Eigentlich möchte man ja tatsächlich schon alles, also lauter tatsächlich bestätigte Informationen haben. Ja, aber lass uns ruhig da oben mal weiter diskutieren. Fände ich spannend. Okay, ja, vielen Dank. Applaus